Heute gehen wir hier in diese Höhle. Ich zeige euch, wie ich bin. Ich bin hier oben. Das habe ich freigeschaltet, die Dschungelhöhle. Und wir gehen praktisch hier rein. Wir sind zu viert heute. Es ist für mich das erste Mal, ist sozusagen Versuch. Wir buffen mal alle und nehmen auch einmal gleich ein Gegengift. Ich hoffe, wir haben genug Gegengift dabei. Elite-Skorpion. Eieiei. Ups. In diesem Talkessel gibt es mindestens zwei Höhlen. Ihr müsst euch vom Eingang in den Talkessel aus zur rechten gegenüberliegenden Seite orientieren, um in die richtige Höhle zu kommen. Und ihr seht schon, hier gibt es lauter Skorpione und Tausendfüßler und so weiter. Das heißt, ihr braucht relativ viele Giftmods auf eurer Kleidung und Gegengift und natürlich das Ganze auch für eure Begleiter. Ihr folgt dem Weg immer weiter nach unten, bis ihr zu diesem Vorhang hier aus Pflanzen kommt und dahinter ist dann entsprechend der Eingang. Heilige Ruine. Denen geht's gut. Ja, da sagt uns der Weg, dass es weitergeht. Durch diesen Ruinensumpf führen Wege, Stege, wie man das hier sieht. Und ja, ihr müsst euch da euren Weg durchsuchen, durchbahnen, um dann letztlich zum Eingang zu kommen. Und ihr seht, hier gibt es eine Menge an Krabbeltierchen. Okay. Da ist der Eingang. Boah, jetzt wäre ich da beinahe runtergefallen. Da ist der Eingang. Da haben wir noch mal eine ganze Horde von den Viechern. Junge, Junge. Ihr lebt noch beide. Euch geht sogar richtig gut. Die Stimmung ist sogar gut. Ja. Ja, Julio hat es irgendwie leider nicht geschafft. Wir nehmen mal den. Den möchte ich gerne ausprobieren. Da haben wir schon mal zwei Schlachter. Ja, super. Nein, nein. Oh, mein Stahlhammer, der hat schon ordentlich Power. Nice. Ich würde jetzt gezielt gehen zum Endboss gehen wollen. Ein Schild und Speer. Ne, hier waren wir auf jeden Fall. Ach, hier ist ja. Da ist er ja.
Schlachterklinge. Ah, das ist so ein Raum, wo zwei drin sind, okay. Hier geht's weiter. Ach, der hat eine Fehlfunktion, nice. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich hatte vergessen, dass ich der einen NPC hier die richtige Waffe gebe, beziehungsweise die falsche wegnehme, weshalb sie jetzt immer mit dem Speer hier kämpft, was natürlich wenig Sinn macht. Ist das der Boss? Ja, das ist der Boss. Okay. Wow. Okay. Das war jetzt echt mehr Glück als Verstand. Da ist der Schlüssel. Und andere feine Sachen. Ich habe übrigens bewusst kein Reittier mitgenommen, wegen des ganzen Giftgeschichten. Ja, du kannst den Sattel mit einer Anti-Gift-Mod versehen, aber hier können wir hochklettern. Das kennen wir ja schon aus der anderen ersten, zweiten Ruine, wo wir waren. Ja, die kommen ja wohl nach, ne? Ich meine, hier ist der Ausgang. Ja, hier ist der Endloot. Und hier ist die neue Maske, die Wildnismaske. Die gucken wir uns dann zu Hause an. Also ich gehe davon aus, dass die hinter mir herhüpfen, wenn ich weiter weg bin. Das hoffe ich zumindest. Ja, da sind sie. Und hier geht es raus. Ja, du musst im Prinzip den ganzen Weg wieder zurücklaufen durch die ganze sumpfige Höhle und durch hier diesen Talkessel, diesen Dschungeltalkessel.
das hätte man vielleicht auch schneller oder anders regeln können. Aber gut, so ist es halt. Dann schauen wir, das ist die Maske, die wir eben geholt haben. Wildnismaske. Die werden wir freischalten. Das haben wir freigeschaltet. Gut, weiter entfernte Ziele erkennen. Kritischer Schaden wird erhöht. Bogenschießen, ja, das ist etwas, was ich eigentlich nicht mache. Auch Bogenschießen. Bogenschießen, also das ist eine Maske für Bogenschützen. Ja, also es ist alles etwas für Bogenschützen. Das bedeutet für mich, ich bin kein Bogenschütze, außer es kommt die Situation, dass man ja einen Bogenschützen benötigt, dann wäre diese Maske natürlich gut. Also zum Beispiel dann für die Wüste, für den Boss dort, der ja dann fliegt, da ist sicherlich diese Maske sehr gut. Machen die Sport? Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Oder war es vielleicht eine besondere Bezeugung, Ehrenbezeugung für mich, weil ich jetzt diese Maske habe? Wer weiß. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.